Sie sehen unglücklich aus, sagte ich, als das Ballehaar von Baylis nippte. Wenn Sie wollen, lücke ich Ihnen gern etwas vor. Sie wechselte abrupt vom Sie zum Du. Und du siehst aus wie ein Idiot, sonst noch irgendein Talent, mit dem du aufwarten kannst? Ich bin übrigens Hedda. Keine Ahnung, ob es nur am Alkohol lag oder daran, dass ich außer einer Currywurst noch nichts Festes zu mir genommen hatte. Ich war entzückt. Nämlich A, weil sie mir ihren Namen gesagt hatte, und B, weil dieser Name nicht Ulrike, Kerstin oder Antje lautete, drei Namen, deren Besitzerin ich schnellstmöglich zu vergessen gedachte. Hedda, das klang grob und angriffslustig. Ich schenkte ihr ein Lächeln und bestellte einen weiteren Gin Tonic. Meine Gedanken waren wenig weihnachtlich, nicht mit diesem Wallehaar, das neben mir saß. Ich versuchte abzuschätzen, welcher Typ von Frau sie wohl war, aber Frauen sind eine ungewöhnliche Spezies. Ihr genetisch bedingter Wahnsinn macht eine Einschätzung schwer. So wie ich es sah, gab es folgende Typen von Frauen. Die Harpien, die Langweiligen und die Schmetterlingsfrauen. Es gab die Zerstörten, die dich mit ihren Fangarmen und Saugnäpfen greifen. Die Labilen, deren schiefstehenden Träume auch der begabteste Statiker nicht vom Einstürzen abhalten kann. Die Zänkischen, die Harmonie und Ruhe nicht aushalten können, denn sie halten sich selber nicht aus. Und es gab die Starken, deren Rückgrat dann aber doch biegsam und weich wie eine Lakritzstange war. Ferner die Wilden, die insgeheim davon träumen, gegängelt zu werden. Und die Formbaren, die nicht einmal ein Bildhauer in Form bringen kann. Und zu guter Letzt waren da die Unglücklichen, die zu Recht das Unglück verfolgt. Ihnen alles war eines gemein. Sie waren einsam und darum bereit, Dinge zu tun, die banal und würdelos waren. Sich an einen Mann klammern zum Beispiel. Mach mein Dasein aufregend, wild und exotisch, brüllen sie dir zu und meinen damit, geh Geld verdienen, schaff mir ein Heim, sorge für mich. Außerstande zu begreifen, dass Liebe gerade das Gegenteil von dem ist, was sie pausenlos fordern. Denn Liebe, meine Freunde, ist ein Wind, heiß und gefährlich, eher dem Überschreiten einer schaukelnden Hängebrücke über einem tosenden Abgrund ähnlich, als einem Sonnenspaziergang mit Händchen halten. Als einem Sonntagsspaziergang mit Händchen halten in lauwarmer Luft und Blumen am Wegrand. Liebe ist eine Verlockung, entweder ein spitzglühendes Abenteuer oder nur ihre eigene ungeschickte blasse Kopie. Aber ich werde poetisch, also lassen wir das. Die Frage, die mich konkret beschäftigte, lautete: Was machte eine Frau wie Sie an Heiligabend in einer Kaschemme wie dieser? Zu Hause feierten jetzt Fruwe und meine Tochter ohne mich, ging es mir kurz durch den Kopf. Sie kannten das schon. An Heiligabend hielt ich es zu Hause nicht aus, weshalb meine Frau meist Freunde einlud. Meine Abwesenheit nahm sie gelassen. Religion, Gott, Kirche. Sie hatte damit genauso wenig zu tun wie ich. Immerhin etwas, was uns verband. Es gab Pärchen, die mit deutlich weniger Gemeinsamkeiten auskommen mussten. Ich schaute wieder die Frau mit dem Wallehaar an. Hedda, also hieß sie. Hedda Tropel. Ein Mann mit Sinn für Phonetik hätte die Finger von ihr gelassen. Und? Fragte sie schließlich. Halbwegs zufrieden mit dem, was du siehst? Ich nickte. Alles okay, du siehst nicht völlig scheiße aus. Auch ein Gin Tonic? Ich weiß nicht, erwiderte sie. Ich glaube, ich brauche erst mal Zeit, um das Kompliment zu verdauen. Trotzdem bestellte ich den Gin Tonic und wir kamen ins Plaudern. Wie ich kam sie aus dem Norden. Wie ich hatte sie im Alkohol einen verlässlichen Partner fürs Leben gefunden und hielt beim Trinken mit einer Geschmeidigkeit mit, dass mir beim Zusehen das Herz aufgehen wollte. Im Hintergrund lief Schlagermusik und das einzig Festliche, das es in der Kneipe gab, war das Lächeln der Dame, die neben mir saß. Ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema Tod zu sprechen kamen, aber plötzlich war es da und Hedda sagte, »Alle tun immer so beleidigt, dass es ihn gibt. Dabei haben wir ein Anrecht auf ihn. Ohne den Tod wäre alles beliebig, es gäbe keinen Bezugsrahmen mehr. Alles Schöne und alles, was uns quält, ist vergänglich. Das ist ein faires Remis, geradezu albern sich zu wünschen, dass etwas ewig fortdauern möge.« Sie benutzte tatsächlich das Verb »mögen«, noch dazu im Konjunktiv, und es klang nicht gekünstelt, sondern natürlich. Mein Entzücken darüber rüstete sich, zu einem Tsunami zu werden, zur tosenden Woge. Sprache ist das einzig wirkliche Heim, das wir Menschen besitzen. Es liegt an jedem selbst, ob dieses Zuhause aussieht wie ein Schweinestall oder ein Palast.
Jedenfalls kann es nicht schaden, in dieser Wohnung, in der wir uns ein Leben lang aufhalten müssen, für ein wenig Ordnung zu sorgen, die grammatikalischen Fälle nach ihrem jeweiligen Kasus zu sortieren und ab und zu die Zeitform, die man nur wenig benutzt, aus der Truhe zu holen, damit sie Luft schnappen können. Die Wallefrau griff unvermutet in das Meer ihres Haars und steckte es zu einer Hochfrisur auf, so dass ich ihren langen, schmalen Hals sehen konnte. Es verschlug mir den Atem. »Was für einen Slip hast du an?« fragte ich sie. »Oh, wei«, erwiderte sie. »Der unbekannte Mann wird derb. Was willst du denn wissen? Form oder Farbe?« hakte sie nach. »Beides«, erwiderte ich. »Was für einen Slip hast du denn an?« fragte jetzt sie. »Keine Ahnung. Irgendwas Hässliches, formlos und verwaschen, vermute ich mal.« »Warte«, sagte sie und stand auf. In ihrem engen Kostümrock trippelte sie in Richtung der Toiletten davon. Ich nutzte die Gelegenheit, zwei weitere Gin Tonics und zwei Bier zu bestellen. Als Hedda zurückkehrte, drückte sie mir etwas Weiches, sehr Kleines in die Hand und bewarf mich mit einem Lächeln. »Frohe Weihnachten«, sagte sie und kletterte auf den Hocker zurück. Der Slip war dunkelrot mit einer winzigen Schleife am hinteren Band. Insgesamt kaum mehr als zwei dickere Fädchen plus einem dreieckigen Stück transparenten Gewebes dort, wo die gedachte Vorderseite des weichen Kleinodes war. Vermutlich hatten wir es mit einem Embargo für Seidenstoffe zu tun, sonst wäre dieser G-String nicht so unglaublich winzig gewesen, was mir zeigte, dass Mangel auch seine Vorzüge hatte, wie im Falle von Inseln zum Beispiel, die ja letzten Endes ebenfalls nichts anderes als die Folge eines Mangels sind, nämlich dem Fehlen von Wasser. »Zufrieden?« fragte mich die Wallefrau. »Alles bestens, das Leben ist gut. Na dann, schön einen alten Mann glücklich zu machen. Und bevor du noch mehr nervst«, sie legte ihr Handy vor mich hin, »habe ich auch gleich meine Brüste fotografiert. Willst du mal sehen?« Ich schüttelte den Kopf. Etwas zu schnell zu bekommen, macht die Eroberung fade. Es degradiert die Beute zur Ware. Die meisten Männer begreifen das nicht. »Jetzt muss ich auch mal kurz weg«, entschuldigte ich mich. »Bin gleich wieder da.« Auf der Toilette wusch ich mir die Hände und warf einen raschen Blick in den Spiegel. Mein Kopf war rot vom Alkohol, meine Haare, ohnehin frei von jeder Frisur oder was man als Frisur hätte durchgehen lassen können, stellten ein erschütterndes Stillleben dar. Nachdem ich mir Wasser ins Gesicht geworfen und mich mit einer Handvoll Papierhandtüchern abgetrocknet hatte, lief ich gut gelaunt an die Theke zurück. »Und nun«, rief ich vergnügt, »die Nacht ist ein Ei, das gepellt werden will. Was stellen wir noch an?« Ich blickte mich um. Die Wallefrau war nicht mehr da. Auch ihr Handy und ihre Handtasche fehlten. Wortlos reichte mir die Wirtin einen beschrifteten Zettel. »Schade, jetzt hast du nicht einmal meine Brüste gesehen«, stand dort geschrieben. »Sie sind zwar nicht groß, aber schön.« Unwillkürlich musste ich grinsen. Was für eine großartige Frau. Ohne irgendetwas zu fordern, hatte sie aus dem Dornenbett meines Abends eine breite Daunenmatratze gemacht. Ich schaute zur Uhr. Es war Zeit, nach Hause zu gehen und mich wieder an meinen Roman zu begeben. Dann aber entschied ich mich anders und bestellte einen weiteren Drink. »Prost, Hedda«, sagte ich leise. »Auf dich.«